Herzlich willkommen zu 5 gruselige und grausame Dinge, die im Live-Fernsehen passiert sind. Heutzutage gibt es wirklich viele Live-Sendungen. Vom Fußballspielen über Nachrichten bis hin zu Comedy-Events ist eigentlich wirklich alles dabei. Die Menschen wollen gerne sehen, was zur gleichen Zeit passiert, wie sie es gucken. Und nicht, dass irgendjemand vor ihnen weiß, was passiert. Und so wird bei den verschiedensten Events immer und immer mehr auf eine Aufzeichnung verzichtet. Doch dadurch, dass es keine Aufzeichnungen gibt, die geschnitten werden können, entstehen häufig auch Pannen. Doch manchmal passieren nicht nur kleinere oder lustige Pannen, sondern auch viel, viel schrecklichere Dinge live im Fernsehen. Und zwar Momente, die jeder vom Fernseher sehen kann. Und 5 von diesen Momenten möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Viel Spaß. Christine Chubbuck. Christine Chubbuck war eine Nachrichtenmoderatorin der bekannten amerikanischen Morningshow Suncoast Digest. Jahrelang machte sie den Beruf schon und war eine relativ bekannte Moderatorin. Doch sie litt auch jahrelang unter schweren Depressionen, die auch durch verschiedenste Medikamente scheinbar nicht verschwinden wollten. Christine war zudem extrem wütend auf den Fernsehsender, bei dem sie arbeitete. Sie war der Meinung, dass es in der Welt so viel schöne Nachrichten gibt, doch ihr Sender wollte von Jahr zu Jahr mehr grausame, blutige und verstörende Nachrichten haben. Sie wollten weniger über das Schöne leben, sondern mehr über Mord und Tod berichten. Diese Nachrichten sollten halt nur dazu wirken, viele Zuschauer zu bekommen. Und irgendwann hielt Christine es einfach nicht mehr aus. Sie erkundigte sich im Rahmen einer Reportage, wie man sich am besten selbst umbringen könnte. Der Polizeiofficer gab ihr daraufhin mehrere Tipps, welche Waffe sie sich zum Beispiel am besten holen sollte und wo sie sich am besten in den Kopf schießen sollte. Wenige Tage später setzte sie diese Ideen dann auch um. An einem Morgen, nachdem sie schon einige Zeit moderiert hatte, trat sie auf einmal vor die Kamera und sagte, um ihnen das Blutbad zu bieten, wie es in den Firmenrichtlinien steht, sehen sie nun live und in Farbe den ersten Selbstmordversuch. Sie sagte extra Versuch, da sie nicht wusste, ob sie sofort sterben würde. Dann holte sie eine 43er Kaliber Waffe heraus und schoss sich in den Hinterkopf, während ein ganzes Publikum es mit ansah und eine Live-Kamera alles filmte. Sie kippte nach vorne um und schlug auf der Treppe auf und war sofort tot. Dieser Moment war wirklich unfassbar brutal und grausam. Zum Glück gibt es die Aufnahmen nicht mehr, aber trotzdem gehört dieser Moment definitiv in diese Liste. Der Joker. Der zweite Punkt ist der einzige, der nicht wirklich geschehen ist. Doch ich als Fan wollte ihn gerne mit einbringen. Viele Leute werden die berühmten Batman-Filme wie The Dark Knight oder Batman Begins kennen. Doch heutzutage wissen viele nicht von dem Batman-Film von 1989. Denn unabhängig von der super Performance, die Heath Ledger als Joker hingelegt hat, ist Jack Nicholson aus dem Batman-Film von 1989 ein mindestens genauso guter Schauspieler. Er verkörpert einen wirklich brutalen und wahnsinnigen Joker, der Menschen aus Spaß erschießt, alberne Sprüche macht, aus Spaß Menschen und Kunstwerke verunstaltet und versaut. Doch was hat er dann in dieser Liste verloren? Ganz einfach. Dieser Joker tötet durch ein Giftgas eine Fernsehmoderatorin live im Fernsehen von Gotham City. Dieses Gas sorgt dafür, dass Menschen plötzlich anfangen müssen zu lachen. Sie lachen so hysterisch, dass sie irgendwann einfach nicht mehr atmen können und sterben. Allerdings haben sie zum Zeitpunkt ihres Todes durch das Gas ein gigantisches und verstörend aussehendes Lächeln im Gesicht. Dies tut der Joker alles, während hunderte Menschen live am Fernseher dabei sind. Doch der Horrorclown hört dort noch nicht auf. Er unterbricht die Live-Sendung und schaltet einen Werbespot ein, den er selbst gedreht hat. Dort berichtet er glücklich, dass er die Kosmetika von Gotham so bearbeitet hat, dass sein Gas dort drinne ist. Und dass man von bestimmten Kosmetika, die er aber nicht nennt, eben genau dieses grinsende Lächeln und den schmerzhaften Tod bekommt, der einen sofort tötet. Für jeden, der im Gotham City lebte und dies sah, dabei vielleicht sogar Gel oder Make-up hatte, musste dies ein wirklich unfassbar grausamer und gruseliger Moment gewesen sein. Addison Parker und Adam Ward. Der folgende Punkt ist noch gar nicht lange her. Ungefähr vor einem Jahr, also im August 2015, war die Reporterin Allison Parker und ihr Kameramann Adam Ward am Smith Mountain Lake. Dort interviewten sie einige Leute, als plötzlich Bryce Williams ihnen entgegenkam. Bryce arbeitete wenige Wochen zuvor in der gleichen Agentur wie Allison und Adam. Doch er war vor kurzem gefeuert worden, da die Firma ihn einfach nicht mehr brauchte.
Er war von dem Rauswurf und dem geringen Grund so frustriert und wütend, dass er unbedingt an dem ganzen Sender Rache nehmen wollte. Und so ging er mit einem Handy und einer Waffe auf die beiden ehemaligen Kollegen los. Mit dem Handy filmte er seine Hand, wie er die Waffe gerade auf Allison richtete. Er stand hinter den beiden und wartete, bis der Kameramann erneut sich zu Allison wendete und sie filmte. Er wollte, dass die ganze Welt sieht, was er tut. In dem Moment holte Bryce erneut die Waffe raus, zielte auf Allison und schoss mehrmals. Dabei tötete er sowohl Allison als auch Adam, bevor die Rettungskräfte kamen. Zum Glück zeigten die Aufnahmen vom Kameramann nicht den Tod von Allison und ihm, da die Kamera vorher auf den Boden fiel, als Adam getroffen wurde. Kurz nach den Schüssen schaltete der Sender sofort zurück auf die Nachrichtensendung. Doch auch wenn die Aufnahmen wenig verstörend waren, so sieht es bei den ganzen Handyaufnahmen des Mörders anders aus. Man sieht, wie er die Menschen anvisiert und man sieht, wie er abschießt. Man kann sogar sehen, wie Allison Parker wegrennt. Man kann vom Glück reden, dass es nicht alle Menschen mit ansehen mussten. Tommy Cooper. Tommy Cooper war ein britischer Comedian, der eine sehr bekannte Sendung hatte. Sie hieß Live from the Majesty. Dies war eine Comedy-Show, die jeden Sonntag kam und jedes Mal tausende Besucher vor Ort und vom Fernsehen fesselte. An diesem Tag wirkte eigentlich alles normal, jedenfalls bis zu dem Punkt, als Tommy Cooper, der gerade eine osmanische Robe anzog, nach hinten umfiel und in einer scheinbar sitzenden Pose am Vorhang verblieb. Die Kameras filmten den Mann, wie er dort saß, und das mehrere Minuten lang. Irgendwann kippte er dann nach hinten und versuchte krampfhaft wieder aufzustehen, doch schaffte dies nicht. Nach einigen Minuten bemerkte der Sender, was passiert war, und schaltete sofort dann auf Werbung. Es war an sich schon grausam genug, mehrere Minuten einen Mann live im Fernsehen sterben zu sehen. Doch schlimmer als das und gruseliger als das waren die lachenden Menschen im Hintergrund. Das Publikum dachte, dass all dies nach hinten umfallen zur Show gehörte, und so lachten und freuten sie sich, als gerade auf der Bühne ein Mann langsam und qualvoll starb. Inejiro Asanuma. Inejiro Asanuma war ein japanischer Politiker, der in großen Teilen Japans früher sehr beliebt war. Er war der Anführer der japanischen Sozialen Partei und machte 1960 bei einer Live-Übertragung Fernsehdebatte mit. Er beantwortete jede Frage und bekam dafür sogar tosenden Applaus teilweise. Und alles schien wirklich gut zu laufen und normal zu sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo Asanuma gerade eine weitere normale Frage beantworten wollte. Denn in dem Moment stürmte der 17-jährige Nationalist Otoya Yamaguchi auf die Bühne, bewaffnet mit einem altmodischen Samurai-Schwert, und durchbohrte Asanuma von der Seite durch die Brust. Asanuma starb noch in dem Moment, da direkt sein Herz durchstochen wurde. Dies war schon wirklich grausam, und es ist unfassbar grausam zu sehen, wie Otoya auf ihn zustürmt und ihn mit dem Schwert durchdringt. Doch danach geht es noch weiter. Denn man sieht noch einige Sekunden, wie er versucht, den sterbenden Mann weiter einzustechen und zu treten. Für ganz Japan war dies ein grausamer und trauriger Moment und auf jeden Fall ein extrem schrecklicher Live-Fernsehmoment. Ich hoffe, euch hat diese Liste gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dahin. Tschüss.